Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Heute geht es um die Baureihe 612 von der Deutschen Bahn bzw. unter der Dachmarke bewegt. Und gleich vorweg, ich kann leider nicht allzu viel vom Innenraum zeigen. Und warum das so ist, das erkläre ich jetzt auch in diesem Video hier. Denn dieser Zug wurde umgebaut. Erst kurz zur Ausstattung. Wir haben Ledersitze wie im ICE zum Beispiel. Allerdings in einer 2+2 Bestuhlung. Es gibt Steckdosen und Tische. Soweit ist das also von der Ausstattung schon mal alles ganz gut. Jetzt kommt aber ein kleines Aber. Wer die Baureihe 612 kennt, weiß ja, in einem Bereich zwischen Tür und Fahrer befindet sich die erste Klasse. Und dort gibt es dann meistens 16 Plätze in der ersten Klasse. Jetzt hat man hier aber diesen Bereich zu einem Mehrzweckraum umgebaut, und zwar einen Mehrzweckraum der zweiten Klasse. Dann gibt es ja auch bei manchen Zügen der Baureihe 612 24 Sitzplätze in der ersten Klasse. Da gibt es nochmal so ein kleines, enges Abteil, wo nochmal 8 Sitzplätze der ersten Klasse sind. Bei den Zügen von Bewegt ist nur noch dieses kleine Abteil ein Bereich der ersten Klasse. Das heißt, es gibt insgesamt nur 8 Sitzplätze. Allerdings sind es 2 Vierer, das heißt, sobald mehr als 2 sich nicht kennende Personen in diesem Zug sitzen, sitzt man schon mit fremden Leuten zusammen. Was jetzt den Sinn der ersten Klasse nicht ganz trifft, weil der Sinn der ersten Klasse ist ja, dass man Platz und Privatsphäre hat, und wenn ich mich in ein kleines Abteil mit fremden Leuten zwänge, ist das für die meisten eben nicht das, was sie sich unter luxuriös und komfortabel Reisen vorstellen. So war es auch auf meiner Reise, da waren schon 3 Personen in diesem Abteil drin. Das heißt, es war einfach voll und demzufolge konnte ich eben im Innenraum gar nicht mehr filmen, zumal man auch dazu sagen muss, dieses Abteil ist wirklich klein. Man hat die Nachteile: erstens, es laufen alle Gäste der zweiten Klasse durch dieses Abteil durch. Es ist mit Türen abgetrennt, ist an und für sich praktisch, aber ist dann natürlich auch nochmal ein besonderer Lärmfaktor, wenn die Leute beim Durchlaufen ständig die Türen auf und zu machen. Zweites Problem: bei vielen Zügen der Baureihe 612 wurde eben genau dieses Abteil zur zweiten Klasse deklassiert, eben weil es so eng ist. Bei Bewegt ist das jetzt nur noch die einzige erste Klasse. Das ist also wirklich nicht gut gelöst, muss man ganz ehrlich sagen. Es sind viel zu wenig Sitzplätze, die Privatsphäre, die man sich in der ersten Klasse wünscht, ist nicht gegeben und auch die Positionierung ist blöd, muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, warum man sich so entschieden hat, die erste Klasse so klein zu machen. Das sieht man auch bei den anderen Zügen von Bewegt. Ich finde es schade, zumal jetzt auf der Fahrt, auf der ich hier war, wie gesagt, die erste Klasse wirklich bis auf 2 Plätze voll war dann. Wohingegen der neu geschaffene Bereich, Mehrzweckbereich, komplett leer war. Da saß niemand. Also das waren dann wirklich komplett eben, ich glaube, sie haben etwas mehr, ich glaube 20 Sitzplätze oder sowas werden das sein. Die waren komplett leer und mag jetzt nur ein Stimmungsbild gewesen sein. Allerdings war es bei den anderen Malen, wo ich mit einem Zug der Baureihe 612 von Bewegt gefahren bin, genauso. Ja, kurz zur Strecke. Das ist ein Teilstück der Bodensee-Gürtelbahn, eben weil sie oberhalb vom Bodensee entlang führt. Sie führt hier eben von Friedrichshafen über Radolfzell bis nach Singen. Die Verbindung hier ist ein Interregio-Express von Ulm bis nach Basel. Der wird meistens mit 2 solchen Baureihe 612 Bewegtzügen gefahren. Hier jetzt ein Blick in den Bereich, der neu geschaffen wurde mit der zweiten Klasse. Dort gibt es jetzt 18 Sitzplätze in der zweiten Klasse. Dann sind wir in Singen auch schon angekommen. Ich kann hier eben leider diesmal nicht allzu viel zeigen, da es eben voll war. Ich werde auf jeden Fall mal versuchen, wenn ich noch mal in Baden-Württemberg unterwegs bin, eine Verbindung zu nutzen, wo ich schon lange vor Abfahrt in den Zug reingehen kann, dass ich mal wirklich zeigen kann, wie der Bereich hier eben aussieht in der ersten Klasse und auch nochmal durch die zweite Klasse durchlaufen kann. Wie gesagt, es ist eben etwas schwierig, weil für meine Begriffe die erste Klasse hier einfach zu klein geraten ist. Deswegen werde ich das nochmal zum Beispiel in Stuttgart am Hauptbahnhof versuchen. Dort weiß ich, dass die Züge eine relativ lange Aufenthaltszeit haben, und da werde ich dann sicherlich auch mal die erste Klasse leer vorfinden und kann dann nochmal ausführlicher darüber berichten. Das aber mal so als kurzer Bericht hier.
Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich nicht allzu viel zeigen konnte. Und hier seht ihr jetzt noch, von wem die Musik stammt, wann das nächste Video kommt. Und ich sage danke fürs Zuschauen, würde mich über Likes, Kommentare, Abos oder vielleicht sogar auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.